Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Kingdom. So. Ja, da kannst du gleich losbellen, Köter. Jetzt haben wir ja noch auch eine Asbach-uralte Quest. Die war ja hier quasi hier unten. Und wir sollten ja einmal den mit der Familie des Paters reden, in der Nähe von Scarlet's. Oder halt den Pater hier unten finden. Und ich würde sagen, das ist jetzt auch schon sehr, sehr lange offen. Wir machen das jetzt mal. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier Schnellreise hier hoch. Na? Ich wollte gerade sagen, willst du nicht? Dann gebrauche ich Gewalt. So, unsere Energie ist an und für sich auch, guck mal, ein bisschen schlecht. Müssen wir mal gucken, dass wir hier nachts irgendwo noch ein Lager nehmen. Na, hier sind wir auch nochmal durchgeritten. Hier ist auch noch... Ich vergesse diese Stadt hier jedes Mal. Da reiten wir eigentlich quasi einmal durch, aber irgendwie denke ich jedes Mal nicht so richtig dran, damit wir sie auch nicht mal auf der Karte so richtig haben. So, aber wir können uns hier ja doch bestimmt nochmal so ein, zwei Stündchen irgendwo wieder in ein Bettchen legen. Das war bei ihm hier die Quest. Und ich würde sagen, erstmal mit der Familie reden, weil es ist ja hier quasi fast in der Nähe. Bloß, ich würde hier halt nochmal ein bisschen schlafen wollen, sodass wir uns vielleicht ein bisschen ausruhen hier. Können wir die ganze Nacht durchschlafen? Ja, bis zu dem frühen Morgen können wir schlafen. 12 Stunden, wunderbar. Sind wir sehr früher Aufsteher. Dann ist die Energie auch wieder voll, dann können wir eigentlich auch wieder ordentlich Rabauts machen. Und dann auch gut ausgeschlafen. Was zu essen könnte ich noch gebrauchen, aber ich glaube, ich müsste noch Dorffleisch da haben. Und Köter möchte bestimmt auch noch mal was essen. Da musste er jetzt auch schon wieder ein paar Tage warten. So. Ah, guten Morgen. Nee, der Hund war jetzt nicht dazwischen. Wo ist denn der Hund? Ach, hier. Köter. Ein guter Hund bist du. So ist's echt. Wie einen immer anguckt. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. So, dann wollen wir dir nochmal ein bisschen Dörrfleisch mit in die Hand drücken. Hier, bitteschön, ein Dörrfleisch. Ah. So, wir selbst essen natürlich auch nochmal ein Dörrfleisch. Ist nicht verkehrt. Und dann sitzen wir jetzt mal auf und dann gucken wir mal, dass wir da oben jetzt was finden. Jetzt bin ich am Überlegen, nochmal gucken. Wegen Geld und so machen wir jetzt mal nicht. Weil das kommt ja immer und immer wieder, das Ereignis. Das ist ja immer ein random Ereignis. Würde mich zwar gerne im Kampf messen wollen, aber auch das ist nicht so toll. Weil jetzt hält uns ja so ein bisschen von der Quest ab. Na gut. Ich bin Kumane. Ich zeig dir mal Kumane. Komm mal her. So. Jetzt reicht's aber ja. Jetzt bist du am Arsch. Mehr hast du nicht drauf. Na? Vergiss es. Na komm. So, nächsten. Ach, da ist noch einer. Der kann aber gut kämpfen. Mit seiner Axt. So. Nochmal Schwert dazu gekriegt und der Hund macht's. Okay. Halt. So. Gucken wir mal. Wir können ja hier ein bisschen was mitnehmen. Das ist ja nur so ein klein paar Banditen. Die können wir mal kurz beklauen. Verdient haben sie es. Na? Gib mir den Morgenstern. Hast du nicht auch eine Waffe da?
Wir sehen doch nicht wie ein Kumane aus, oder? Köter, sehen wir wie ein Kumane aus? Ich bin noch nicht mal überladen. Hm? Na denn, lauf weiter. Müssen wir noch ein Stück reiten. Und kriegen gleich nochmal Reiten dazu. Sehr schön. Na gut, das Rennen hat bestimmt gut Punkte gegeben. Jetzt reiten wir einfach der Sonne entgegen. Und gucken, dass wir da oben die Familie des Galitzer Fahrer finden. Oh, alle hops. Da hat irgendjemand was im Weg gestellt gehabt. Ob es gewollt war? Ich weiß nicht. So, hier müsste es sein, oder? Es kam von da drüben. Ja, natürlich kam es von da drüben. Hallöchen. Gott sei mit dir, werter Herr Ritter. Kann ich behilflich sein? Ich suche den Pfarrer, Pater Simon. Ich hörte, du kennst ihn. Simon? Was willst du von ihm? Ich suche den Pfarrer, der früher in St. Jakob lebte. Die Einheimischen sagten mir, sie hätten ihn in dieser Gegend gesehen. Ich weiß nicht, ob ich dir da helfen kann. Der geht sicher nie in seine Gemeinde zurück. Also gut, was willst du wissen? Was passierte zwischen Simon und deiner Tochter? Nichts, was nicht ständig geschieht. Unsere Maria war sein Hausmädchen in Scarlitz. Sie war sehr, sehr schön und eher jung, also nahm die Natur ihren Lauf. Junge Leute eben. Eines Tages kam sie zurück, hatte einen ordentlichen Bauch. Das muss einen rechten Aufruhr gegeben haben. Mein Mann war fuchsteufelswild. Er lief wie von Sinn durch die Hütte, die Axt in der Hand und schrie Zeta und Mordio. Die Nachbarn zerrissen sich die Mäuler, aber ich war froh, dass mein Kind versorgt war. Der Pfarrer war sehr großzügig bei seiner Entschädigung. Nur hatte sie nie die Chance, das Kindchen in den Arm zu halten. Sie überlebte die Geburt nicht. Das tut mir sehr leid. Das ist das Los der Frauen. Männer sterben auf dem Schlachtfeld und die Frauen im Wochenbett. Was geschah mit Simon? Der Arme. Er hat es nicht verkraftet. Er war sich sicher, dass Gott Maria für ihre Sünde strafte. Unsinn. Menschen liegen ständig ohne den Bund der Ehe beieinander. Und Gott lässt sie zufrieden. Das habe ich ihm auch gesagt. Aber wer bin ich, einen Pfarrer zu belehren? Und wer weiß, vielleicht hatte er recht. Gottes Wege sind unergründlich. Er war außer sich vor Trauer. Sprach nicht, aß nichts, weigerte sich, ein neues Hausmädchen einzustellen. Und eines schönen Tages war das Pfarrhaus leer. Hat lange gedauert, ehe ein neuer Pfarrer einzog. Wo finde ich ihn? Angeblich soll er sich hier herumtreiben. Hab ich auch gehört. Und glaub's auch, obwohl ich ihn selbst nicht gesehen hab. Wie das? Nachdem unsere arme Maria gestorben war, nahmen wir etwas von dem Geld, das uns Simon gegeben hatte, und errichteten ein Kreuz an der Straße. Und seit kurzem schmückt es jemand mit Beinwellkränzen, ihren Lieblingsblumen. Du glaubst, es ist Simon? Wer weiß. Vielleicht ist's ja auch ein Wunder. Ich glaub alles. Ist aber seit langem kein frischer Kranz mehr abgelegt worden. Vielleicht ist Simon weitergezogen. Verstehe. Kannst du mir zeigen, wo das Kreuz steht? Sicher. Westlich von Scarlitz stehen Absetzbecken für die Minen. Dort ist auch ein bewaldeter Hügel mit mehreren Wegen. Marias Kreuz steht an einem davon, beim Bach. Vielen Dank. Okay. Ich gehe dann. Tu das. Und wenn du ihn findest, sag ihm, dass wir es ihm nicht übel nehmen. Das werde ich. Alles Gute. Finde Marias Gedenkkreuz. Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Es mag seltsam klingen, aber ich suche den Pfarrer, Pater Simon. Pater Simon? Den habe ich zuletzt gesehen, als er mir Schadenersatz zahlte. Da war Maria noch bei uns. Wenn du mehr wissen willst, frag meine Frau. Ich habe weder Zeit noch Lust, über den Kerl zu reden. Ich verstehe. Danke. Okay. Alles Gute. Wünsche ich dir auch. Nette Leute. So, ja, ist eigentlich nur ein kleiner Hof hier. Ihr seid auch die einzigen beiden, ne? So wie es aussieht.
Ja. Hey, wer ist da? Gut, dann können wir hier auch weiter reiten. Ja. So, beim Bach soll das sein. Das heißt da hinten. Oh. Okay, das A müssen wir jetzt weiter verfolgen. Gucken wir, dass wir hier so ein bisschen außenrum gucken. Dann können wir auch ein bisschen die Gegend aufdecken. Kriegen nochmal mehr Punkte in Reiten. Weiß nicht, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, aber einmal hier über die schönen Felderchen hier. So, dass wir auch mal ein bisschen was gesehen haben von der Welt. Die Welt ist eigentlich schon schön designt, also kann man ja nicht meckern. Hier ist sogar noch ein Gerber. Ja. Na denn. So, beim Bach hier hinten irgendwo. In der Nähe des Waldes. Ich weiß nicht, ob das jetzt schlau ist, hier jetzt einmal durch die Provinz zu reiten. Deswegen bin ich mal lieber vorsichtig. Zumal bei den Minen. Hier auch wieder hoch. Hoppala. Ah. Ja. Sieht doch gut aus. Na, schauen wir mal. Wie weit soll das denn noch? Ach, das ist direkt im Wald. Okay. Ja. Na, dann gucken wir mal. Ich hätte echt gedacht, dass es eher so an einem Wegesrand ist. Ah, hier ist es. Haben wir es gefunden. Das muss es sein. Marias Mutter hatte recht. Jemand hat hier kürzlich Blumen niedergelegt. Vater Simon könnte sich in der Nähe... Ich sollte mich umsehen und in der Nähe nach Beinwell suchen. Nach Beinwell, okay. Okay, gut. Gibt wenigstens noch ein bisschen Ansatz hier. Mal gucken, ob wir ihn hier finden. Aha. Ne, Baldrian haben wir hier nur. Mal zwischendrin immer mal mitnehmen. So groß ist das Gebiet doch hier eigentlich gar nicht. Aber es ist zum Fluss rüber. Das heißt, man müsste ja eigentlich irgendwo hier was erkennen können. Beinwell. Direkt beim Fluss. Na? Weiter Opi hat gefunden. Gehen wir den Fluss weiter rauf? Vielleicht finden wir ja hier nochmal was. Na. Ach, da ist ja jemand. Mensch. Jetzt lass mich den Fluss hier rauf. Also, ach, ist das Leben falsch? Bist du etwa nicht satt? Also. Vagabund? Und Vagabund? Wollt ihr jetzt mit mir reden? Oder was wollen die jetzt? Hoppala. Hey du, was machst du da? Ich kam zufällig vorbei und hörte Stimmen. Ich wollte nur nachsehen, was hier vorgeht. Geht dich nichts an. Verschwinde hier. Also gut. Okay, mal gucken. Oh, ich finde noch immer, wir sollten das lassen. Klappe, Mann!
das? Naja. Hoppala. Ich wollte doch nur noch mal mit euch reden. Irgendwas stimmt da jetzt nicht. Jetzt bellt der Hund. Schon wieder du? Verschwinde gefälligst. Ich komme wegen Pater Simon. So heißt hier keiner. Oh doch. Hältst du mich für einen Narren? Gut. Vielleicht ist so einer hier. Und wenn schon. Wir gehen nirgendwo hin. Rette Pater Simon. Oh. Ich weiß nicht. Ihr solltet wirklich keinen Hexer gefangen halten. Was redest du da? Ich denke, der Mann ist Pfarrer. Oh ja, und ein Hexer. Ein Meister der dunklen Künste. Ihr glaubt doch nicht, hier würde ein normaler Pfarrer leben. Nein, aber... Seht ihr? Wenn ihr also nicht wollt, dass ihr euch die Augen im Kopf kocht, eure Nasen in Wurzeln und die Zungen in Frösche verwandelt, lauft besser los. Jetzt! Nein, das wollen wir nicht. Es tut uns leid, aber wenn... Kein Wenn und Aber. Verschwindet. Ist ja gut. Lass uns bloß in Frieden. Na denn? Und er ist der Vater. Ah. Ja gut, denn ciao, ne, ihr Vagabunden. Geht es dir gut? Ah ja, ich denke schon. Was ist mit den beiden Halunken? Die treiben sich hier irgendwo herum. Guter Gott, kannst du sie nicht verjagen? Ich habe Angst, dass sie zurückkommen. Ich sehe, was ich tun kann. Aber tu niemandem weh. Hab ich doch gar nicht. Die sind doch schon überall im Berge. Oh, danke, mein Sohn. Ich fürchtete, ich komme hier nicht lebend wieder heraus. Sie sah nicht gefährlich aus. Nur deine Habe war in Gefahr. Ich weiß, arme Kerle. Ich fürchtete nur, sie würden mich hier lassen. Was hätte ich tun können? Wem verdanke ich denn meine Rettung? Ich heiße Heinrich. Vielleicht erinnerst du dich. Ich bin der Sohn des Skalitzer Schmieds. Dein Gesicht kommt mir bekannt vor. Doch du wirst sicher nicht zufällig hier vorbeigekommen sein, oder Heinrich? In der Tat. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Mich? Was könnte ich schon für dich tun? Ich möchte, dass du nach St. Jakob zurückkehrst. Die Leute brauchen seelischen Beistand. Skalitz ist völlig zerstört und viele in St. Jakob sind gestorben. Sie brauchen einen Pfarrer. Ich verstehe, aber muss dich leider enttäuschen. Ich bin kein Gottesmann mehr. Ich bin jetzt büßender Einsiedler. Die Menschen brauchen dich, verstehst du? Ich verstehe, aber sie brauchen einen besseren Pfarrer als mich. Weißt du überhaupt, was um dich herum geschieht? Es herrscht Krieg, Pater. Krieg. Menschen sterben. Sie haben die Leute von St. Jakob abgeschlachtet, die Zuflucht in der Kirche suchten. Ich bin nicht blind. Ich weiß, was geschehen ist. Und doch willst du, dass ich zurückgehe und ihnen sage, dass der einzige Mann, der ihnen Beistand geben könnte, abgelehnt hat? Du lädst eine große Last auf meine Schultern, Heinrich. Das weiß ich, aber die Menschen brauchen dich. Du hast sicher recht. Es ist meine Pflicht. Wenigstens, bis sich jemand Besseres findet. So ist es. Sobald die Dinge geregelt sind, wird es einen neuen Pfarrer in St. Jakob geben. Dann kannst du wieder gehen. Also gut, ich nehme, was ich tragen kann und gehe zurück nach St. Jakob. Danke. Deine Gemeinde wird es dir danken. Ja, passt doch. Und wenn er sich sozusagen so schlecht fühlt, wegen dem, was er gemacht hat... Naja, entweder er bleibt Pfarrer oder er sucht halt einen besseren. Ich denke mal, die Gemeinde wird ihm das auch definitiv verzeihen. Hauptsache, es geht voran. So, jetzt haben wir das ja eigentlich schon so weit es geht fertig. Wir mussten noch nicht mal nach Sassau. Das passt doch auch, aber wir setzen trotzdem nochmal auf und... Gucken, dass wir kurz da Schnellreisen runter.
Zip. Oh, Feind, halten. Mhm. Bist du der Feind? Ich weiß ja nicht, wo... Du bist zur falschen Zeit am falschen Ort! Ne? Wer ist da? Hoppala, das wollte ich jetzt nicht. Fallen lassen. Ah! Nein, das wollte ich jetzt auch nicht. Halt! Das war jetzt aber... Ihr seid Banditen. Naja, komm. Na, da war ich wieder zu spät. Na, komm. So. Okay. Da kommen jetzt gleich ein paar mehr, oder? Ja, da ist keiner. Aber wenn das hier Banditen schon wieder sind. Ja? Was? Na, jetzt häng ich hier fest. Hier war nichts. Okay, hier komme ich nicht rein. Was ist hier los? Lauernde Chamäleon. Hey, wer ist da? Niemand. Hey. Was ist hier los? Wer ist da? Da ist keiner. Hey. Lass mal abwarten. Weil ich hätte eigentlich Bock, mehr mit euch Schabernack zu treiben. Aber dafür... müsstet ihr auch gehen. Okay, Waffen haben sie auch schon gezogen. Eine blöde Idee, Schnellreise zu folgen hier. Schade, dass man die nicht irgendwie ablenken kann. Jetzt bleibt da eine da stehen. Was ist das? Ich weiß nicht, was das ist. Ich schrei mal rum. Okay. So, alle drei rennen sie jetzt in dieselbe Richtung. Das heißt, wir können jetzt hier eigentlich kurz plündern. Da hat sich doch gerade einer richtig schnell angezogen, ne? Schnell hat der mich denn aufgescoutet. Das ging ja schneller als sonst was. Kriegshammer mit Dorn. So. Der wurde mir ja auch wieder wärmstens empfohlen. Ach stimmt, das ist den ich umgehauen hatte. Du hast deine Duellklinge vergessen, mein Freund. Ist es jetzt hier wirklich schlau, jetzt hier schnell durchzukommen? Ja, eben war er doch noch da. Das sind die, die mich damals so mit einem Schlag erledigt hatten. So, ich werde mal kurz, falls es gleich zum Kampf kommt, kurz mal ein bisschen was in die Satteltasche schmeißen. Schaden wird es auf jeden Fall nicht. Wenn wir ein bisschen leichter sind beim Kämpfen. Oh, eine Duellklinge. Auch ein Langschwert. 62, was machen wir unser? 68, na gut. Summe kann das weg. Eine Fackel behalten wir. Hochwertiger Pfeil. Das kommt auch nochmal weg. Alles weg erstmal. So sieht das schon viel besser aus. Ja, und hier oben kommen wir eigentlich schon wieder raus. Ja gut, dann machen wir das erstmal so. Ich weiß nicht, ob das jetzt schlau ist, mit denen schon anzubandeln oder noch nicht.
Aber das sind halt noch zu viele. Wir bräuchten halt wirklich so ein kleineres Banditenlager. Wo die halt auch ein bisschen weiter draußen stehen von den anderen. Um den bei den Taschendiebstahl anzusetzen. Aber ich erinnere mich. Einmal da kurz hingelaufen. Ganz am Anfang. Und erstmal ordentlich die Fresse poliert kriegen hier. Wartet ab. Wenn wir hier oben nochmal weitermachen müssen, ne? Dann seid ihr fällig. Aber sowas von. Denn Gnade euch Gotte. So, dann schauen wir hier nochmal. Und sagen hier einmal kurz Bescheid. Alle hops. Hätte ein bisschen besser parken können. Gott sei mit dir. Ich habe einen Pfarrer gefunden. Wirklich? Wunderbar. Wer ist es? Der frühere Gemeindepfarrer von St. Jakob. Ich habe ihn überredet, für ein Weilchen zurückzukehren. Du hast ihn also gefunden? Ja, er lebte in der Nähe im Wald. Gott sei Dank. Du wirst sehen, wenn der Pfarrer wieder da ist, kehren auch die Leute zurück. Ich hoffe es. Ich habe für den Pfarrer ein paar Münzen gesammelt. Du solltest etwas davon haben. Schließlich hast du ihn zurückgebracht. Das kann ich nicht annehmen. Du brauchst es, um das Dorf wieder aufzubauen. Wie du meinst. Ich werde dich nicht drängen. Nun, dann leb wohl. Ich hoffe, er taucht bald hier auf. Lasst ihn nur nicht wieder gehen. Ich werde ihn im Auge behalten. Gute Reise, Heinrich. Und danke für deine Hilfe. Auf bald. Da nicht für. Ruf verbessert. Jawohl. So, ein Mann Gottes. Jetzt hätten wir ja eigentlich das soweit fertig. Hier steht noch neue DLC-Quests. Ich gehe jetzt da mal hin, weil mich jetzt das interessiert, was da jetzt eigentlich in der Nähe ist. Und wir haben da ja sowieso noch nicht so wirklich aufgedeckt. Glaube ich überhaupt richtig? Jetzt? Ja. Den Marker gar nicht richtig gesetzt. Das heißt, wir reiten da jetzt einfach mal runter. Weil das lächelt mich schon die ganze Zeit immer so an. Und ich habe das gerne ein bisschen aufgeräumter und sichtbarer hier das Ganze. Und da wir jetzt noch ein paar Minuten haben, dass es sich jetzt nicht lohnt, jetzt Schnellreise irgendwo noch was anderes anzufangen, machen wir halt nochmal einen gemütlichen Trab hier ins Blaue hinein. Schnellreisen können wir ja sonst überall hin. Das ist ja nicht das Problem. Kleine Holzfällerhütte hier. Hoppala. Ah, ich glaube, ich bin jetzt hier ein bisschen sehr krass falsch abgebogen. Ja. Kommen wir hier überhaupt hoch? Oder wäre das hier vielleicht interessanter Ort? Brrrr. Bei Fußköter. Immer das gedrückt halten hier. Interessanter Ort. Was ist denn hier so interessant? Also Schaufel haben wir bei zur Not, falls sie hier irgendwas buddeln könnten. Warum ist dieser Ort so interessant? Wahrscheinlich nur eine Wegmarkierung oder so. Falls hier irgendwas in der Nähe ist. Habe ich noch keinen Plan von. Sehe jetzt auch nicht, was wir da jetzt gehabt haben könnten. Mutieren wir gleich wieder zum Waldmenschen. Samporesch. Aha. Na, ja, vielleicht eine neue Schnellreise, wo wir hingehen können. Hoppala. Ist aber hier auch ein bisschen verzwickt. Nächster interessanter Ort. Bei interessanten Orten, ja. Oder ist es einfach nur ein schöner Ort hier? Könnte natürlich auch immer mit irgendeiner Quest zusammenhängen oder so. Sieht aber auch sehr schön aus. Aber sonst wüsste ich jetzt hier auch nicht. Nö, sieht nicht nichts aus. Also alles in Ordnung. Ja. Okay, Schnellreise entdeckt. Na. Schleifstein. Okay, wo sind wir denn jetzt hier?
Da gibt es auch ein DLC. Aha. Wäre jetzt mal interessant, was das eigentlich für ein DLC ist. Aber wir haben eigentlich noch so viel zu tun und so. Alles fürs Haus, den Händler. Schenke. Oh, Schenke ist schon mal gar nicht mal so verkehrt. Da könnten wir doch vielleicht einen Schlafplatz wieder kriegen, oder? Oder etwa nicht. Na, mal gucken. Nee, die Schenke ist auf der anderen Seite. Ich bin gerade in irgendein Haus reingebrochen hier. Hier hinten soll irgendwo dann mit dem DLC losgehen. Für die Stube, Rechen und Hacken für den Acker. Was braucht man mehr? Kommt und seht euch um. Ja, mal gucken, was du jetzt gleich nimmst. Das heißt, ich hole mal kurz aus dem Gefährt. Machen wir es nochmal ein bisschen hier händlermäßig. Können wir uns ja bestimmt... Ah ne, den hochwertigen, den wollte ich ja behalten. Ah, den auch. Der wurde mir wärmstens empfohlen, dass ich doch lieber den nehmen soll, als den Morgenstern, glaube ich, war das. Oder ne, irgendeinen anderen Stab haben wir noch in der Kiste. Aber hier, wir haben ja hier nochmal ein bisschen was leergeräumt. Und ich müsste sowieso mal gucken. Das habe ich ja jetzt eine Weile nicht gemacht. Das könnte wohl wahrscheinlich helfen, ja, wenn wir dann hier nochmal unsere Rüstungssets mal so ein bisschen aufrauchen. So, Schmiedeset, das ist unser Schwert, das ist der Bogen, den Rest wollen wir nicht. So, nein, ich wollte das nicht ins Pferd, ich gib das wieder. Wir brauchen das Snyder-Set doch noch. So, den hier. Schon wieder alles sauber repariert. Den Rest, na, machen wir jetzt nicht unbedingt. Mal gucken. Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Ja, dann verkaufen wir dir mal ein bisschen was. Altes Hemd, Apfel, das hier. Baldrian nicht, aber die Axt darfst du auch haben. Und er hat nur gerade mal 100. Oh, 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 oh. Aber komm hier, das Bier kannst du auch noch mal haben. So. Na, eigentlich können wir ihn jetzt mal zur Not, wenn der jetzt hier auch alles nimmt, mal ein bisschen mehr in die Hand drücken. Gleich mal ein bisschen Ruf machen. Dadurch. Na, so wäre das wohl wahrscheinlich ein bisschen besser. Wir verlieren wieder das Gewicht, weil bis jetzt brauche ich das Geld nicht weiter. Bis jetzt kommen wir eigentlich sehr gut klar. Ich kenne sogar Diebesgut. Warum kann ich den meisten Leuten immer Diebesgut in die Hand drücken? Das ist nicht gut, Leute. Na, eigentlich ist es top. Kyras. Nee. So, das kommt auch alles weg. Da sind ja auch noch so geklaute Sachen bei. Verbesserter Spitzenpfeil? Nee, die nicht. Aber den beiden noch. Komm, den unbekannten Trank, den kriegst du jetzt auch mit rein. Haben wir noch sogar noch drei Schnäpse, sehe ich gerade. So. Da freut er sich, da kriege ich ein bisschen Geld. Ich mache sogar einen Erlass drauf, komm. Weil mit dem haben wir noch nichts gehabt. Einen Brocken? Dreh mir keinen gestohlenen Krempel an. Ah. Okay. Mach's gut. Es nimmt... Er nimmt zwar schon, aber nur gestohlenen Krempel will er nicht. Gut, ich dachte, das wird dann einfach nur ausgeblendet, wenn er es nicht nimmt. Dann habe ich das ein wenig missverstanden. Ist er nicht weiter schlimm? Dann geben wir den gestohlenen Krempel halt nicht, ne? So, aber die Frauenschlappen hier... Die Halskette darfst du jetzt natürlich dann nicht haben. Da wollte ich jetzt ein bisschen Eindruck bei dir hier schinden und, ne? Dir jetzt so ein schön bisschen Geld hier in die Tasche wirtschaften. Dann machst du wegen einer so einer Kette so ein bisschen Aufstand hier. Aber gut, ich habe ja mich da vorher noch beschwert. So, aber jetzt... Sprechen wir den Preis. Nun, versuchen wir es.
So, und ich will noch mal ein bisschen... Na, weniger haben. Hier. Und eine Kleinigkeit für die Mühe obendrauf. Danke. Tausend Dank. So, hast du sogar noch 20 übrig behalten und einen übelsten Plus gemacht. So, aber was ist jetzt hier die DLC-Quests? Die geht hier wohl wahrscheinlich beim Schmied los. Aber gut, machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal nochmal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.